Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve Multiplayer mit dem Rolf Ziller. Hallöchen. Und auch mit mir, dem Hamsen. Und wir haben eine weitere Nacht überstanden. Guck dir an, wie die Pilze hier wachsen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie so einen Hexenkreis gesehen. Hallo, du kannst die aufnehmen, ne, die Pilze? Ja, aber ich würde die nicht essen. Man weiß nie, was Pilze machen. Ja, ich nehme jetzt auch mal 4 nur. Und dann können wir jetzt mal, würde ich sagen, dieses Büffelgebiet ein bisschen erforschen. Ja, warte mal, ich möchte nochmal kurz auf die Karte gucken. Achso, dann wollte ich nochmal schauen. Scheiße, meine Axt ist schon wieder kaputt. Ja, gibt es da eine Möglichkeit, die zu reparieren haben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann die immer nur wieder neu bauen. Stört mich eigentlich auch gerade so ein bisschen. Ich laufe jetzt einfach immer weiter nach Norden. Die Rasenbäuer, ja, Rasenhöhlen. Ich habe da oben schon ein paar Pfeilen irgendwo gesetzt. Die Pfeilen müsstest du zum Beispiel auch auf der Karte sehen. Dem so, ja, da ist eine Falle. Siehst du, wenn du nah ranzoomst, da in diesem Grasgebiet, da ist so eine Falle. Und da hinten ist auch noch zum Beispiel eine von dir aufgestellt. Oder ich weiß nicht, ob man nur seine eigenen aufgestellten sieht. Ich finde es nicht gut, dass ich dich nicht sehe. Ja, das finde ich auch ein bisschen unschön. Aber mal so nebenbei. Ich laufe jetzt einfach mal die Straße entlang, weil ich bin immer noch der Meinung, wir brauchen dringend Felsgestein, weißt du? Ja, das ist richtig. Läufst du nach rechts die Straße? Ja. Gut, dann bin ich, ja, wir können es ja echt so machen, wir orientieren uns erstmal an der Straße. Also die Straße führt zum Beispiel hier unten zu so einem Bogen und der geht dann wieder nach Norden wiederum hoch. Hier sind Spinnentiere. Ah, du hast einen Hasen gefangen. Echt, dann nimm mit. Was ist denn, wenn meine Leiste unten voll ist? Dann hast du keinen Platz mehr. Setzt die Falle direkt wieder, ne? Ja. Ich mach das auch immer so. Und ich habe hier Steine gefunden. Da ist Gold drin und Nitrate und... Ja, so ein wichtiger Kram. Blind. Rocks. So. Ich baue direkt mal noch eine Falle. Weil ich das kann. Hier. So, und hier ist... Nice! End of the World, glaube ich, gerade. End of the World? Ja, also zumindest nach unten kann ich nicht weiter hier gerade. Oh, mir ist total hungrig, sehe ich gerade. Scheiße, was habe ich denn zu essen dabei? Wirklich was. Boom. Was ist denn mal mit Büffeljagd? Oh, nicht, dass wir uns mit denen anlegen sollen. Also ich habe Attack auf jeden Fall zur Auswahl. Lass das aber erstmal. Ich baue jetzt mal schnell Heil und hau die hier hin. Nein, nicht drauf. Nein. Wieso ist denn das Feuer weg? Wenn das verbrennt, ist das dann... Ja, dann ist das weg. Wir bräuchten so ein festes Feuer, weißt du? Ja. Ich gehe nach Südwesten. Von unserer Base aus und ich habe... Was ist das? Ach, scheiße. Ein Blumenmarschlug. Ich habe extremsten Hunger. Ich habe eine Karotte für dich. Ich habe Buffalo Wool gefunden. Ist, wenn das gongt immer so? Das ist eine gute Frage. Ich habe ein Speer. Speer? Ich habe auch irgendwas Speeriges. Kann ich mit dem Speer unter Umständen Vogel töten? I will punch you, sagt er. Nee, das wird wohl nichts. Schade, ich habe ganz extremsten Hunger, Rolf. Ich habe nur noch 25. Ja. Ich bin jetzt am Ende von dem Büffelgebiet quasi rechts angekommen. Und hier ist ein anderes Gebiet wieder. Ich probiere hier irgendwie was zu essen zu finden. Das mach das. Also ich habe noch eine Karotte und von den Pilzen halt ein paar, aber... Ah, diese blöden Blumen helfen bei mir gerade irgendwie gar nicht. Was ist denn mit den Pinecone? Diesen Tannenzapfen?
Ich glaube, die kann man nicht essen, die kann man nur wieder einpflanzen. Scheiße, hier ist nichts zu essen. Aber ich muss zurückkommen. Hast du Hasen dabei? Was habe ich? Hasen? Ein Hasen. Ja, ein Hasen. Ich habe einen Hasen und ich werde dir den jetzt auch grillen. Mach das mal. Wo hältst du dich denn ungefähr? Ah, hier sind. Wenn man was sieht. So. Das hilft aber nicht für lange. Also die Pilze haben sich jetzt in den Boden wieder vergraben, übrigens, ne? Nachts. Okay. Ich habe jetzt noch eine Karotte, die esse ich jetzt nochmal. Boah. Cut Grass, was kann ich damit machen? Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon einen ganzen Haufen Pfeilen jetzt aufgestellt. Aber leider ist hier gerade Ah, keiner reingegangen. Bist du ein die Roll? Seeds kann ich essen. Steht da zumindest. Ja, auf jeden Fall, die kannst du auch essen. Es wird gleich dunkel. Ich bin jetzt hier auf dem Weg wieder, aber ich muss jetzt hier quasi ein Feuer machen. Ich komme nicht mehr weit. Ja. Kann ich die Logs auf den Feu aufs Feuer schmeißen? Ja, ne? Ja. Scheiße. Gut. Ja, komm nach Hause, komm. Scheiße, was fehlt mir denn da? Grass. Ich hab kein Grass für ein Campfire. Scheiße, ich bin geliefert. Warum? Ich dran gedacht, mir Gras überzulassen. Hier ist das ganze Gras schon abgeerntet. Scheiße. Ah, da ist noch eins. Oh oh. Komm lieber Das schnell nach wird Hause. relativ knapp werden. Ja, lauf, 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 lauf. Ah, nee, ne, dafür fehlt mir ein Stock. Mein Gott, Hab Schaden. nochmal. So geht mein Gehirn nach unten. Schnell, Campfire. Komm schon. Zack, los, jetzt ist doch. I cannot see, I'm scared yet. Dann setz doch das scheiß Ding. Nein. Außen. Richtig Nein. reinkommen. Ja, ich glaube, es ist zu spät. Nein. Doch. Warum? Ich wurde von der Dunkelheit getötet und bekam einen spooky Ghost now. Ja, Ernsthaft? Tötet dich die Dunkelheit einfach so? weil ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Er sind halt Monster da in der Dunkelheit, ne? Und Oh. die hauen dich dann um, aber ich hab's halt Das klingt leider nicht nicht gut. geschafft, mir rechtzeitig mein Feuer zu machen, ehrlich gesagt. So, jetzt ist Ja, die Frage. oh. Versuchen wir Oh, noch. Logs. Ich versuche dich jetzt ein wenig erstmal noch zu begleiten. Was heißt das? Ja, so als Geist erstmal sozusagen. Oh, hell. Nee, brauchst du nicht, komm wieder. Oh, ich hab ein Bad. Ich kann aber so nicht wiederkommen. Ich kann ja nicht sozusagen hier wieder neu respawnen. Dann müssten wir neu starten. Wo bist du denn gerade? Ich finde den nicht. Ach Vielleicht. so, das so einfach ist das. Also wenn einer stirbt, ist das Spiel vorbei? Ja, also es ist nicht ganz so einfach, weil du könntest mich jetzt noch wiederbeleben, wenn du so einen Wo bist du denn? Ich Telltale-Haken komme. machen würdest. Ja, und Telltale Heart ist, da brauche ich aber, was ist das? Spider-Gland. Ich brauche Spinnen. Spinnen sind hier unten zum Beispiel, aber ich muss euch erstmal wieder finden, weißt du? Das ist das Problem gerade. Ist nicht schlimm. Also ich habe genug Gras, Ah habe ich da, jetzt sehe jetzt. ich dich. Also wenn man so nah aneinander ist, sieht man sich auch. Guck mal, siehst du mich? Boah, du bist ja so cool als Geist. Du bist viel cooler als Geist als als Lebender. Ja, mein Schnurrbart habe ich auf jeden Fall behalten. Mein Zeug So, zum komm, jetzt Beispiel zeig mir mal liegt. die Spinnen. Ja, genau, hier runter sind die Bitte? Spinnen, hier runter. Ich kann nur noch auf dich drauf gucken. Das ist, warte mal, so Hier, pass krass, wie auf, du hier kannst du aussiehst. nur langsam drauflaufen, ne? Hier, guck, hier ist so ein Spinnennest-Dingsbums. Wenn du das haust, dann kommen da bestimmt Spinnen raus, denke ich mal. Siehst du, da sind schon zwei. Ja, komm mit. Muss ich hauen oder was? Ja, eigentlich musst du, glaube ich, das Nest dann halt zerhauen, aber hau mal drauf. Entweder stirbst du Du nämlich willst auch nur, dass ich gleich. sterbe. Ja, ich würde sagen, entweder stirbst du auch gleich oder Nein, ich sterbe nicht. wir überstehen das, ist halt die Frage, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, sauber, guck mal, was ist denn das da? Hound Spider, bla bla. Du weißt schon, dass ich jetzt beide, dass ich jetzt tot bin, ne? Ich baue jetzt ein Telltale Heart.
Wo bist du? Du bist tot. Nein! Das ist nicht euer Ernst. Wie, warum denn? Hast du geblutet? Ich habe keine Energie mehr. Ich denke, ich bin ausgeblutet oder so, aber... Ich wusste gar nicht, dass man auch bluten kann. Tja. Okay. Reicht das schon für eine Folge? Nee, eigentlich nicht. Dann müssen wir wohl den Restart jetzt noch mit in die Folge packen, wa? Ich meine, gut, so ist das halt, ja? Ja, machen wir auch. Machen wir auch. Dann mache ich jetzt. Wir haben ja schon viel gelernt. Also, ich weiß zum Beispiel nicht, wenn ich blute, was mache ich dann? Ja? Kann ich mich irgendwie retten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Frage. Okay, Hansen, lässt du die World resetten oder wie funktioniert das? Ich resette jetzt. Resette. So. Auf geht's zu einem neuen Versuch. Dieses Mal etwas vorsichtiger, würde ich mal sagen. Ach, wir gehen voll drauf. Mit Bedacht auf unsere, aber eigentlich fand ich den Typen sonst soweit ganz lustig. Aber er hat natürlich viel gefuttert. Ich behalte den jetzt auch hier mit dem... Behalte den Wilson. Ich behalte meinen auch. Ja, so, also ich bin da, du bist auch da, sehr gut. Erstmal hier für den Kopf so ein paar Sachen mitnehmen. So, dann lass uns jetzt mal so machen. Jetzt, guck mal, jetzt ist es nämlich zum Beispiel auch nicht, nicht abends, weißt du? Eben war es doch abends, als wir angekommen sind. Was mich auch verwundert ist, dass die Anzeige gerade gesagt hat, Tag 10 und wir haben 4 Tage überlebt. Ja, das weiß ich auch nicht, wie das zusammen, ehrlich gesagt. Sag mir bitte immer, wo du hingehst, weil ich sehe dich ja nur bedingt noch. Ja, ich gehe jetzt erstmal dann quasi nach Norden, sehr klein. Nach rechts sozusagen. So, da sind wir ja schon hier rechts zusammen. Du bist jetzt gerade an mir vorbeigerannt. Ja, ja. Wir sollten erstmal so ungefähr, kann ja so in entfernterer Sichtweite voneinander das erkunden. Und wenn ich hier einen größeren Abbiegung mache, dann sage ich dir Bescheid. Wir sollten auch das Inventar koordinieren, sozusagen. Dass ich nicht alles einsammle und du auch nicht alles. Wir sollten uns schon spezialisieren, dann haben wir nicht so ein volles Gepäck. Das stimmt. Außer Essen jetzt, sag ich mal. Das sollte jeder mitnehmen, wie er das findet gerade. So, hier ist zum Beispiel schon wieder droppen. Ende der Spitze. Jetzt komme ich in deine Richtung zum Beispiel schon wieder zurück. Ja, ich habe hier braunes Gebiet hier. Oh. Hast du denn schon Flint für Hauen hier von... Ich habe einen Flint. Ich weiß nicht, mach doch mal eine Axt und hau doch schon mal, wie heißt denn hier? Ein bisschen Holz für nachts dann. Okay. So, und hier haben wir ja quasi dieses Tor. Dieses Tor sieht man zum Beispiel auch immer auf der Map, ne? Ja. Das kann man also quasi auch da als Orientierungspunkt nehmen. Und wie du siehst, nach Norden und nach Osten können wir jetzt quasi eh schon nicht mehr. Also müssen wir nach Süden und nach Westen. Also würde ich jetzt erstmal direkt nach Westen laufen vom Tor aus. Ja. Warte, sind die Welten alle immer zufallsgeneriert? Ja. Komm mal her, hier ist so ein Wurmloch. Ein Wurmloch, okay, ja. Also ich hab's das von gehört, also wir sind einfach auf einem ganz anderen Ort uns ausgeschmissen, ja. So, was ist das? Vielleicht ist immer eine Stunde rum oder so. Ja. Nee, man kann irgendwas bauen, glaube ich, wenn dieses Geräusch kommt. Wir machen das aber nicht, wir gehen da nicht durch, ja? Doch, lass uns mal gucken, wo das hinführt. Weißt du, warte. Wie soll ich das sagen? Ich habe nicht viel Vertrauen in Wurmlöcher, die so viele spitze Zähne haben. Ja, das hat mir generell auch zu denken gegeben, aber... Ja, dann komm! Unseres ist hier relativ eingeschränkt. Ich komme. Nimm noch hier die Blumen mit. 156, 155, es geht so schnell runter. Boah! Ich hoffe, wir kommen an denselben Ort. Boah, hier sieht's voll garstig aus. Na toll. Es ist. Ey, Alter, guck mal, wie weit das weg ist auf der Map. Du musst schon rausscrollen, damit du das überhaupt sehen kannst. What the fuck? Ja. Ja, wir gehen aber mal zur alten Map, ja? Richtung alte. Ja, wir gehen erstmal nur so. Was ist das denn? In die Richtung. Ich will hier nur mal gucken, was hier für Zeug ist. Ah! Vorsicht! Was denn? Das sind Tentakel gewesen im Boden. Echt? Ja, die hat. Hier ist ein Teil. Warte mal.
Walk to Pond. Hier, guck mal, dafür. Alter. Oh, das ist natürlich gefährlich. Lass noch lieber schnell wieder zurück. Wie zurück? Ja, dahin, wo wir gerade herkamen, weil hier will ich nicht übernachten. Kommen wir da überhaupt zurück? Ja, wir brauchen nur einfach nur wieder ins Loch. Ich glaube, da war sie schon wieder, die Tentakel. Oh Mann. Ja, dann müssen wir jetzt direkt mal ein Feuerchen machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier, nee, ja, wir haben noch ein bisschen, ja, bisschen Zeit. Haben wir noch. Wir können noch ein bisschen Zeug hier aufklauben. Ah, oh, da ist ein Splint. Splint? Ja, hier, komm, nimm mal, da hast du auch eine Axt. Hier, komm her. Wo ich bin. Ach so, ein Flint, okay. Ja, Splint, Flint, genau. Splint ist ja nur 7 Days. Ja, super, dann haben wir die Ritual Zone. Gesundheit. Ja. Und hier ist ein Rock, ein großer. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Aber guck mal, hier sind ganz viele Kanickel-Dinger. Ja, hier auch, ja. Aber ich kann halt auch nicht kaputt machen, ne? Ich mach gleich erstmal 3 Fallen hier. Ne, 2 kann ich leider nur. Hier ist die Straße, das ist auch gut. Und hier ist noch ein Rock, das ist sogar sehr gut. Bräuchte ich nur noch irgendwie einen Flint. Und hier oben ist ein neues Biom. Kannst du Feuer machen? Ich habe nämlich kein Gras mehr wie eben. Ja, dann komm mal zu mir rauf. Das ist hier an der Biomgrenze. Das Gras geht schnell leer. Bist du dem Weg gefolgt sozusagen? Ja, ich sehe schon, wo lang geht. Nein, Gras. Ich... Okay, hier ist Feuer, ja. Sehr gut. Chop, 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 chop. Hier ist doch ein Weg. Also ich finde, finde sehr faszinierend, wie es sich spielt. Ja, es ist irgendwie lustig, ne? Es ist lustig und es ist nicht zu anspruchsvoll, aber auch nicht hier, ja, ne, machst du mal eben so. Nee, es ist so ein bisschen, genau richtig irgendwie. Und es spielt sich, finde ich, sehr flüssig und unkompliziert alles und... Nein! Komm schnell. Boah, leck mich am Arsch. Was kann ich denn hier mitmachen? Pinecone. Okay. Ich habe Cut Reeds, also sowas, wie heißt denn das? Schilfrohr. Würde ich dazu sagen. Was? Das habe ich da eben abgesammelt. Jetzt hier mal 2 Traps hin. Ja, ich futter mir auch alles rein, weil meiner, der verbraucht so viel. Ja, ich habe jetzt. Ja, ein Drittel habe ich verbraucht. Ja, ich habe meinen jetzt erst auf 173 wieder hochbekommen, gerade mal durch alles zu fressen, was ich bisher hatte. Ich habe 111. Aber du hast generell mehr Magen, glaube ich, oder? Nee, ich habe jetzt 110. Achso, ich schätze, ich habe von allen ungefähr 200. Ja, ich nicht. Ich habe ungefähr 125, wenn ich jetzt schätzen müsste, vom Magen. Hast du schon eine Pickaxe? Nein, ich habe keine Pickaxe. Scheiße. Wir können jetzt hier gerade nichts tun. Nee, jetzt müssen wir abwarten, bis Nachtende ist. Aber das ist zum Glück jetzt. Nein, nicht jetzt. Aber weißt du, was auch jetzt gleich zu Ende ist? Die zweite Episode. Richtig. So, das und passt sich ganz gut mit dem Speichern hier. So, richtig. Mal eilen. Ja, also, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden hier, genau, lustig die Welt weiter erkunden. Und gucken, dass wir hier irgendwie ein bisschen länger überleben als ja, anderthalb Folgen sozusagen. Oh, mal schauen, was uns noch so erwartet. Was ist das denn? Hier ist ein Skelett und Zweige. Ja, ich gehe mal am Fluss entlang, aber wir dürfen die Abmord jetzt nicht wieder unterbrechen. Das machen wir nämlich gerne. Ja, richtig. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns die wilde Welt hier um die Ohren schlagen. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, macht's gut, bis dann. Tschüss.